fahren jetzt hier die Timmelshöchstraße hoch. Jetzt ist bis zum Sonntag dran geschlossen. Dann ist hier geschlossen. Wie aufgepasst, der ist ja jetzt den ganzen Winter offen, oder? Aus an der Seite, die rüber geht, auf den anderen Berg. Nannte. Die Tante, die Drehtante, das ist die Tanante. Das ist eine. Kommt das tatsächlich irgendwie? Rot, das ist eine Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Es ist vorbei. Haben wir einen schönen Ausblick hier. Mosa. Drecksgruppe. Haben sie nicht gebaut. Ja. 72 Meter lang. Na, da bauen sie. Ja. Ja, was runterfällt aufs Auto, ist natürlich nicht so toll. Da sieht man schon, wo es rüber geht, zum Timmelsjoch, wo, wie gesagt, am Samstag, Sonntag finden da die Eröffnung der Saison 2011, 2012 statt. Letztes Jahr war ja wie Hose da in Garmisch. Ist ja auch hier in der Nähe. Machen wir gleich da. Oder? Ja. Da hinten ist das irgendwo. Lang können wir nicht mehr, ne? Sieben Kilometer sind wir unterwegs. Es ist nicht weit, aber es ist halt diese Kurvenfahrerei, gell? Die kostet doch Zeit.
schon die Straße hochgeht und dann eben rüber ins Österreichische von Südtirol. Nach rechts ins Seitental fahren, über die Brücke und da drüben zum anderen Berg. Der ist Österreicher, wenn man hinkommt. Das ist ein Deutscher. Ja, das ist das Seitental. Schon wieder ein schöner Blick runter und rüber. Jetzt geht's wieder durchs Tunnel. So, jetzt sind wir da. Albergo. 3 Kilometer geht's jetzt hier, aber da fahren wir nicht mehr, jetzt sind wir gleich da. Wir wollen noch spazieren gehen, okay? Da ich jetzt den Berg hochfahre, habe ich natürlich einen Verbrauch von 14,5. Der Motor ist noch warm. Da sind wir jetzt da. Das ist jetzt unser Ausgangspunkt. Wie die Oma in Großtal. Schweiz, das ist auch da.